Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Hast du gesehen, dass unser Nachbar, der blöde Pinguin, schon wieder die Müllsäcke vor unsere Tür geschoben hat? Fragt das Känguru. Der Pinguin hat seine Müllsäcke vor unsere Tür gestellt? Frag ich. Nein, 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 sagt das Känguru. Das sind unsere Müllsäcke. Ich hatte sie ins Treppenhaus gestellt, damit sie nicht unseren Flur vollstinken und wollte sie später runtertragen. Und da hat der blöde Pinguin die Säcke einfach direkt vor unsere Tür geschoben. Wo hattest du die Säcke denn hingestellt? Na, ungefähr so mittig. Und wann hast du das gemacht? Na, ungefähr vor 2, 3, 4, 5 Tagen, sagt das Känguru. 6 vielleicht, höchstens 7. Und warum hast du den Müll nicht gleich zur Tonne getragen? Blöde Frage, sagt das Känguru. Warum hast du den Müll nicht zur Tonne getragen? Touché. Jedenfalls habe ich jetzt die Müllsäcke direkt vor seine Tür geschoben. Ich seufze und blicke auf die Uhr. Seit 17.45 Uhr wird zurückgeschoben, sage ich. Man muss den Leuten Grenzen setzen, sagt das Känguru. Sonst tanzen sie einem auf den Ohren rum. Auf der Nase. Auch da. Es klingelt. Erschrocken blicken wir uns an. Am besten wir tun so, als wären wir nicht zu Hause, sagt das Känguru. Es klingelt noch einmal. Ich mach jetzt auf, flüstere ich. Vielleicht ist es ja gar nicht der Pinguin. Nein, flüstert das Känguru aufgeregt. Es ist bestimmt der Pinguin. Nicht aufmachen. Vielleicht will er sich nur was borgen, flüstere ich. Für Eierkuchen, ein bisschen Milch oder ein Ei. Soll er sich eins legen? Zischt das Känguru. Ich gehe zur Tür und öffne. Vor der Tür liegen 2 leere Müllsäcke. Ihr Inhalt liegt ausgekippt daneben. Das Känguru schlurft von hinten herbei und schüttelt seinen Kopf. Das bedeutet Krieg, murmelt es. Dam, 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 imitiere ich eine dramatische Fanfare. Immer wenn du das machst, fühle ich mich nicht richtig ernst genommen, sagt das Känguru. Ich würde dich ja bitten, vernünftig zu sein, aber das steht wahrscheinlich auf deiner Not-to-do-Liste, sage ich. An zweiter Stelle, sagt das Känguru. Es kratzt sich an der Nase. Wir müssen zur Müllkippe fahren und dort so viel Müll klauen, dass wir die Tür des Pinguins komplett unter Müll begraben können, sagt es. Oder aber, sage ich nach einer kurzen Pause, ich habe noch einen viel besseren Plan. Wir machen das nicht. Das wäre die Alternative, sagt das Känguru. It's Fritz.